Woher kommen die faszinierenden Chamäleons ursprünglich? Neue wissenschaftliche Erkenntnisse dazu und Aufnahmen in Form von hochauflösenden Scans in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu meinem Kanal Faszination Natur. Sie können Ihre Augen unabhängig voneinander bewegen. Sie haben eine extrem lange Zunge. Sie wechseln ihre Farbe sehr schnell. Die Chamäleons, sie sind faszinierende Tiere. Über die Hälfte der Arten der Chamäleons leben heute auf Madagaskar, auf der großen Insel im Osten Afrikas. Und die Frage stellt sich, woher kommen diese auf Madagaskar oft auch endemischen, also nur dort befindlichen Arten ursprünglich? Sind sie dort auch im Laufe der Zeit entstanden sozusagen, haben sich dort entwickelt oder sind sie eingewandert etwa von dem afrikanischen Festland? Und dazu gibt es neue Erkenntnisse. Ein internationales Forscherteam, auch unter Beteiligung eines Wissenschaftlers vom Senckenberg Museum, hat das untersucht und einen sehr gut erhaltenen Schädel eines fossilen Chamäleons, 18 Millionen Jahre alt, das ist für die Chamäleons ein sehr altes Fossil und nur wenige sind so gut erhalten wie dieses. Dieses Fossil, dieser Chamäleonkopf, wurde untersucht, wie gesagt. Und um in tiefere Schichten und höhere Auflösungen zu kommen und ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen zu haben, wie dieses Chamäleon ursprünglich ausgesehen hat, hat man den fossilen Schädel mittels Mikrotomographie aufs Genaueste untersucht und folgende Scans sind entstanden. Ihr seht, man kann in den Stein hineinblicken, man sieht alle Zähnchen, man sieht deutlich die Struktur. Hier nochmal eine Abbildung, wo das nochmal farblich sozusagen aufgedröselt ist, welche Partien des Schädels zu sehen sind. Und durch diese hochauflösenden Scans konnte man diese Art, es ist eine neu entdeckte Art, zuordnen zur Gattung Kaluma. Die Gattung Kaluma ist heute endemisch auf Madagaskar, also nur dort zu finden. Doch das Fossil, was ihr gerade gesehen habt, was untersucht worden ist, ist in Kenia gefunden worden. Dort im Nationalmuseum in Kenia zu finden. Und es zeigt, vor 18 Millionen Jahren gab es Kaluma noch auf dem Festland in Afrika. Jetzt gibt es es nur noch auf Madagaskar. Die Frage stellt sich also, wie ist das Chamäleon vor 18 Millionen Jahren oder in der Folgezeit von Festlandafrika nach Madagaskar gekommen? Man könnte sagen, schwimmt es einfach rüber, das Tier. Aber nein, diese Chamäleons als baumbewohnende Arten und eher langsame Kletterer sind keine Schwimmer. Und das ist ein Weg, der sich ausschließt. Und auch die Trennung von Festlandkontinent Afrika und der Insel Madagaskar ist schon vor etwa 100 Millionen Jahren geschehen. Also dieser Weg direkt über die Landbrücke oder über das Schwimmen, das Eigenständige, kann man ausschließen. Deshalb gehen die Wissenschaftler davon aus, dass quasi schwimmende Inseln, Flöße aus Baumstämmen und Ästen, die sich gebildet haben und rübergedriftet sind von Afrika-Kontinent rüber zur Insel Madagaskar, diese Tiere mit sich mittransportiert haben, sodass sie sich dann auf Madagaskar ausbreiten konnten. Dieser Weg ist übrigens auch nachgewiesen oder zumindest mal stark vermutet für andere Tiere, Halbaffen, wie zum Beispiel das skurrile Fingertier Ai-Ai, was es auch jetzt nur noch auf Madagaskar gibt und wo Madagaskar ja auch für bekannt ist. Ja, also diese Untersuchung an diesem einen fossilen Schädel eines Chamäleons, 18 Millionen Jahre alt, aus Kenia, konnte herauskristallisieren, dass der Weg, der Ursprung, die Wiege, zumindest der Gattung Kaluma, auf Festlandafrika ist und dann über schwimmende Flöße eingewandert ist nach Madagaskar, wo diese Art bzw. diese Gattung mit vielen bunten Arten, die ich euch gleich noch zeigen werde, endemisch ist. Hier noch ein paar schöne Aufnahmen einiger Kaluma-Vertreter, die es heute auf Madagaskar gibt. Und damit wünsche ich euch weiterhin viel Freude an und in und mit der Natur und gerne könnt ihr natürlich meinen Kanal Faszination Natur abonnieren und gerne auch die Glocke aktivieren, damit ihr keine zukünftigen Videos mehr verpasst.